Hi, ich habe mir gebraucht den Yamaha MIDI-Data-Filer MDF3 gekauft. Und das Originaldisplay hat keine Hintergrundbeleuchtung. Kann man also nicht besonders gut ablesen. Ich habe im Internet Ersatzdisplays gefunden und habe mir eins bestellt. Und das ist das 1601 2-Zeilen-Matrix-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung in der Farbkombination Blau-Weiß. Ich habe dann auch gleich das Floppy-Laufwerk ausgetauscht gegen einen GoTech USB-Floppy-Adapter. Der Umbau als solches ist nicht wirklich kompliziert. Man öffnet das Gerät, löst die ganzen Schraub- und Steckverbindungen und kann dann das alte Display aus dem Rahmen entnehmen. Und wenn man das gemacht hat und möchte das als Reserve behalten oder als Backup, muss man beim Ablöten natürlich ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu viel Temperatur auf die Kontaktflächen gibt, damit die nicht kaputt gehen. Jetzt sieht man, hier ist das neue Display. Ich habe die ganzen Kabel jetzt nochmal etwas freier gemacht von der Ummantelung, habe das Ganze dann auf die Kontaktflächen gelegt, zwei sind übrigens frei, das ist bei dem Display so, habe das Ganze dann verlötet und wieder zusammengesteckt. Dabei sollte man darauf achten, dass die Steckverbindungen einen guten Kontakt haben. Hier sind sie noch ein bisschen schräg, das habe ich dann aber richtig gemacht und fixiert, als ich das Gerät wieder zusammengeschraubt habe. Ja, dann ist man fertig und dann kommt der große Überraschungsmoment. Und wenn ich das Gerät einschalte, sieht man auch gleich, das neue Display ist sehr gut abzulesen. Und jetzt ist es eigentlich so, wie man sich das heutzutage vorstellt. Der Floppy-Adapter funktioniert auch einwandfrei. Ich habe hier auf dem Platz 0 ein File, das hat das Gerät auch sofort erkannt. Und wenn ich jetzt auf den Speicherplatz 9 wechsle und gehe nochmal in die Sequenz, dann sieht er, dort ist kein File, weil ich dort auch nichts abgelegt habe. Wenn ich also wieder auf meinen Speicherplatz 0 springe und gucke, ob das File dort liegt, dann erkennt das Gerät das auch gleich und ich kann darauf zugreifen. Und jetzt habe ich ein MDF3 mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einem USB-Floppy-Adapter.